Ich glaube, ich schaue mal in die Kommentare von letztem Video rein. Sieht ja ganz cool aus. Gut. So leicht spart man sich die Anmoderation. Für einen Infinity Mirror brauchen wir einen Bilderrahmen, einen Spiegel, ein paar LEDs. Das ist hier so eine Lichterkette. Wahlweise auch sowas. Also LED-Band und Spiegelfolie. Schritt 1, Tisch sauber machen. Jetzt sind wir mal ehrlich, ich habe die Spiegel und den Bilderrahmen bei IKEA gekauft. Und da gibt es auch eine Kombination, die passt perfekt zusammen. Dies ist nicht diese Kombination, weil die sowohl den Spiegel als auch den Bilderrahmen in Schwarz nicht mehr hatten. Und da habe ich online geschaut und es gibt voll wenig Märkte, wo der noch verfügbar ist. Also selbst bei IKEA merkt man die Lieferschwierigkeiten. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen cool aussieht, weil die Spiegel sind eigentlich zu klein für den Bilderrahmen. Es gab aber auch keine, die hier reingepasst hätten. Es gab aber auch keinen Bilderrahmen, in den die Spiegel hier reingepasst hätten. IKEA, was ist da los? Warum sind da vier Stück drin? Ich brauche bloß einen. IKEA, ey. Ich dachte, das wäre ein super Projekt, weil ich habe vor, die Woche drei Sachen zu drehen, weil ich dann 2 Wochen in Urlaub bin und dann habe ich vorgedreht. Habe heute Morgen auch schon ein bisschen was für die anderen Sachen gedreht. Aber, was wollte ich sagen? Aber dann kommst du zu IKEA und dann sind die Sachen nicht da. Wie ist es halt damit? So, dieser Bilderrahmen ist eigentlich perfekt dafür. Sanite, weil der hat hier so eine Art Plexiglasscheibe und innen drin so eine Art Abstandshalter. Das heißt, hier müssen die LEDs nachher drauf. Und eigentlich hier dann ein Spiegel, der da gescheit reinpasst. Am besten jetzt nicht so sehr verdatschen. Wie fange ich am besten an? Ich dachte mir, der Standard wäre eigentlich das hier, so ein LED-Band da reinzukleben. Aber ich dachte mir, ich mache das mit so einem Teil, mit so einer Lichterkette, weil dann habe ich kein Kabel, was von dem Spiegel runterhängt. Das ist, glaube ich, wesentlich cooler. Okay, dann muss ich erstmal Batterien holen. Jetzt braucht man so einen kleinen Schraubenzieher, um das aufzukriegen. Wäre das Teil wenigstens wasserdicht? Wenn das schon zugeschraubt ist, dann könnten die es ja wenigstens wasserdicht. Steht nichts dabei. Hat aber bloß 2,50 Euro gekostet. Wird wahrscheinlich nicht wasserdicht sein. Das Coole an der Lichterkette ist jetzt halt auch, die kann ich dann hier unten so dran tapen und dann umwickle ich das mit schwarzem Gaffer und dann sieht man das gar nicht mehr so arg. Hat man halt kein Kabel runterhängen. Wie viele LEDs habe ich denn? Der Abstand ist auf jeden Fall zu groß. 1, 2, 11, 12. 12 LEDs. Sprich pro Seite 3. Das ist ja sau wenig. What? Bloß 3 Stück? Das ist ja viel zu wenig. Bräuchte ich ein zweites von den Teilen. Nee, es sieht kacke aus mit bloß 3 LEDs. Also greifen wir doch auf die gute alte LED-Band zurück. Mit ihren größten Hits wie RGB oder auch kalt, weiß und weiß. 20 Euro kostet sowas. Ich war in einem Baumarkt, da hatten sie nur so ein Markenprodukt. Und das hat 60 Euro für das hier, für dieses Standard-LED-Dingsbums. Das lohnt sich nicht. Was oben und was unten ist, ist ja eigentlich egal. Das heißt, ich bohre da hier erstmal ein Loch durch. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das Ding bohren aussieht. Aber das ist der falsche Bohrer. Einmal möglichst in die Mitte und so weit außen, wie es geht. Also bohre ich am besten so, oder? Ups. Ah, shit. Jetzt ist es hier so ausgebrochen. Egal, das wird die Unterseite. So, jetzt muss ich eigentlich nur das Teil hier, ups, auf die richtige Länge bringen. Ja, und da sind so ein paar mehr LEDs als bloß 3 pro Seite. Ich mach's noch 2 Elemente länger, weil abschneiden kann man immer noch. Gucken, ob das Loch groß genug ist. Okay. Ich dachte, ich könnte das da so durchpuppeln, aber es ist ja überhaupt nicht flexibel. Ja, gerade so. So, warte mal, jetzt möchte ich es zuerst wieder hier reinsetzen. Leuchtet das Teil auch schon? Das muss ich jetzt rausfinden. Quasi der Anschluss da. Weil wenn der auch leuchtet, dann muss der ja auch innen verdeckt werden. Okay, also das sieht man wahrscheinlich nicht, aber die erste LED sitzt so nah an diesem Anschluss, dass der auch noch so leicht mitleuchtet. Das heißt, ich lege das alles innen rein, glaube ich. Hätte ich wahrscheinlich das Loch gar nicht so groß bohren müssen. Dann hier schön in die Mitte. Ah, dann ist die erste LED halt erst hier. Das ist ja auch kacke. Nochmal ab. Scheiße. Nee, ich mach's doch so mit durchziehen. Ich könnte es zwar einmal rumkleben, aber dann ist der fette Stecker im Weg. Dann muss ich das ja quasi auf den Stecker draufkleben und dann hast du LEDs, die weiter reinragen als andere. Auch doof. Jetzt sollte ich schon mal einen Bilderrahmen haben, der einfach leuchtet. Hallo. Okay. Jetzt habe ich das Problem, dass das Teil hier grau ist. Das ist ein Problem, weil wenn es später leuchtet und das dann angestrahlt wird, weil der Spiegel ja nicht ausreicht, dann wirst du hier den braunen Rand sehen. Doof. Aber ich habe die Hoffnung. Wenn ich das jetzt schwarz ansprühe, dann fällt es vielleicht gar nicht mehr auf. Das ist meine einzige Hoffnung. Nicht muss ich mir nochmal so einen Spiegel besorgen, der groß genug ist. Irgendwas sagt mir, dass ich mich hier mal ums Unkraut kümmern sollte. So, während es trocknet, kümmern wir uns hier mal um den
wahrscheinlich anspruchsvollsten Schritt. Nämlich hier die Spiegelfolie drauf machen. Das ist ganz schön dünn. Dafür muss es, glaube ich, ernsthaft staubfrei sein. Deswegen hole ich mal hier kurz alles weg. Auch die hat 20 Euro gekostet. Echt schon teuer. Stell dir vor, du hast so ein Bürogebäude und willst dann die ganzen Fenster damit einfolieren. So, eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe mir dazu schon Videos angeguckt. Eigentlich macht man das Ding nur nass und dann kommt das Teil drauf und dann ist man fertig. Stimmt es? Eine zweite Person, oh Mann. Okay, ja, das kann ich hin. Ich brauche eine Sprühflasche mit einer Wasserspüli-Lösung. Das heißt, hier muss noch Spüli rein. Geil, noch voll viel übrig. Kann ich mir mein Auto verspiegeln? Das darf man wahrscheinlich gar nicht. So, ich habe ja den Luxus, dass ich es mir hier einfach etwas zu groß machen kann. Weil dann schneide ich die Ränder einfach mit dem Cuttermesser ab. Einmal das hier abziehen. Dann hier das einmal abziehen. Boah, das geht ja mal gar nicht. Na shit. Ah, alles voller Staub. Scheiße. Oh, wie soll man das machen, ohne da einen Knick reinzukriegen? Ich habe ja jetzt schon zwei Knicke drin. Hä, man soll da eine Folie... Hä, man soll die auseinanderziehen? Das ist nur eine Schicht? Alter. Boah, ich kann sowas nicht. Das ist eine richtige Qual. Die Pokémon-Sticker gingen früher auch immer so schwer von der Hülle runter. Ey, ich habe jetzt schon 1000 Knicke drin. Was soll ich... Das ist so dünn, Mann. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee, ich habe bloß die Anleitung noch mal genau gelesen. Ich brauche Gaffertape. Einen Streifen Gaffertape. Und noch einen zweiten Streifen Gaffertape. Klebt man das hier so da drauf? Das funktioniert nicht. Toll. Es hat funktioniert. Hä? Stand die innere Seite wäre die klebende Seite, aber die spiegelt ja gar nicht. Ah, okay, das ist die klebende Seite. Also so rum. Ja, hier klebt's. So, am Rand kann ich es ja berühren. Oh nee, aber wie kriege ich den Streifen Gaffer dann wieder darunter? Jetzt erstmal hier alles benetzen. Dann hier alles benetzen. Und dann lege ich das hier so drauf. Ja, shit. So, und jetzt so von. Das Wasser sorgt jetzt dafür, dass ich hier die Luftblasen relativ leicht rausmachen kann. Ich habe nicht nur Luftblasen, sondern ich habe so wie so. Ja, wie so Körner oder was das sind. Wie so Pickel. Also das sind keine Staubkörner, die sind nicht so riesig. Vielleicht schneide ich auch mal die Ecken so ein bisschen ab. Eigentlich ist es jetzt die Seite, wo ich rausgucken kann. Wenn ich das jetzt gegen das Licht halte, dann kann ich durch beide Seiten durchgucken. So ist es ein Spiegel, so aber auch. Für so ein Bastelprojekt finde ich es jetzt okay, aber wenn das jetzt mein Fenster wäre, würde ich mich voll aufregen. Aber diese komischen Pickelchen kriege ich echt nicht raus. Aber im Video erkennt man es gar nicht. Kamera lügt nie, Leute. Ich habe das perfekt gemacht. Für euch sieht es ja gut aus. Das reicht mir. So, jetzt wird der ganze Kram eigentlich nur noch zusammengesetzt. So, der Spiegel einmal möglichst in die Mitte. Ich probiere es mal mit so Poster-Stripes. Oh wow, das hält, glaube ich, gar nicht. Okay, doch, hält. Bin ich ja schon fertig. Scheiße. Oh nö. Oh nee. Ich krieg den Rahmen ja jetzt hier nicht mehr raus, weil das zu dick ist. Ah nein. Ich muss doch da noch das Foliendings drunter kriegen. Oh nö, 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 nö. Kann ich den hier abziehen? Ich weiß nicht, welches da die Spiegelseite sein soll, gell? Okay, das sieht so aus, als hätten die das von innen aufgeklebt. Also die Klebeseite, aber da steht nirgends, ob man das jetzt von innen oder von außen aufklebt. Sprich, ich weiß nicht, welches die Spiegelseite ist. Das spiegelt beides. Weil die Spiegelseite muss nach innen, damit innen sich die Lichter immer wieder hin und her reflektieren. Aber es ist, glaube ich, echt egal. Ich glaube aber, dass das die Spiegelseite ist. Jetzt versuche ich das hier, ohne das Band rauszunehmen, irgendwie noch da drunter zu quetschen. Geil, das funktioniert. Hä? Das ist jetzt groß. Das ist hier nicht richtig drin. Okay. Jetzt schon ein wunderschöner Spiegel. Jetzt hoffe ich, dass das hält und setze von der Seite noch den Spiegel hier rein. Klappt die Dinge hier um. Fertig. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Lichter aus. Schärfe ziehen. Strom verlängern. Und ey. Sieht's gut aus? Ja, sieht super gut aus, ey. Ich glaube aber, der Effekt wäre noch wesentlich besser, wenn der Spiegel ganz bis zum Boden gehen würde. Man sieht dann doch schon deutlich, wo der Spiegel ist und wo nicht. Das sieht schon abgespaced aus. Ich glaube, die Schlieren bekommst du auch noch weg, wenn es einmal ordentlich mit Fensterreiniger putzt. Habe ich jetzt aber gerade gar keine Lust. Okay, das war jetzt wirklich mal ein schnelles Projekt für zwischendurch. Ich habe jetzt mit Film genau 2,5 Stunden gebraucht. Die nächsten 2 Wochen mache ich ja wie gesagt Urlaub, aber ich habe vorproduziert. Ich hoffe, dass ich es auch noch fertig bekomme, das alles zu schneiden und Thumbnails und sowas. Aber ich bin zuversichtlich. Letzte Woche habe ich auch ein langes Wochenende gemacht und wir waren zelten, deswegen kam letzte Woche kein Video. War vorletzte Woche. Da habe ich auch was mit LEDs gemacht, nämlich das Markus-Markus-Markus-Schild. Und da hat jemand eine Videoidee gepostet. Sven Niklas.
Infinity Mirror. So schnell kann es gehen. Wilhelm, Zahnschmerzen mit Niklas sind auszuhalten. Viele von euch haben irgendwie Zahnschmerzen. Ich habe das Gefühl, so einen Kommentar habe ich schon mal gelesen. War der vielleicht auch von dir? Regelrecht enttäuschend, dass Markus nicht im Abspann erwähnt wurde. Wurde er aber unter einem Synonym. Bitte wieder Graffiti. Du bist der Erste, der es schreibt. Sonst schreiben immer alle bitte wieder 3D-Druck. Ey, die nächste Party-Einladung wird auf jeden Fall mit dem Motto Party, Party, Party gefeiert. Hallo. Ja, ich hatte das Handy gerade in der Hand. Ich sitze gerade vor meiner Kamera. Ich habe gerade die Kommentare vorgelesen, deswegen hatte ich das Handy in der Hand. Ich moderiere jetzt nur noch ab und dann ist fertig. Dann sehen wir uns nächste Woche. Okay, bis nächste Woche. Ciao. Ihr habt's gehört.